bevor das Video losgeht, erstmal keine Grüße gehen raus an den Cynex Clan und Cynex Freaks. So, ihr kleinen Hustensäftlis, die meinten, mein Video zu disliken und Kommentare zu schreiben, wie ich hoffe, du stirbst an einem qualenvollen Tod. Keine Ahnung, wer euch in der Kindheit zu viel verprügelt hat, aber auf jeden Fall würde mich das mega freuen, wenn ihr mal liken könntet. Und jetzt, ja, viel Spaß beim Commentary. Yeah. PS. Join nicht Cynex Clan, das sind nur Hustensäftlis. Was geht YouTube? Nils mit Kill immer wieder back im Start. Ich sag mal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist nicht lange her, seid ihr nicht auch schon richtig traurig gewesen, dass ich lange nichts mehr von mir gegeben habe in einem Commentary-Stil-Art vom Video. Ich laber absoluten Bullshit. Nein, ihr habt euch nicht gefreut und ihr habt auch gar keinen Bock, dieses Video zu schauen. Scheiße, Mann. Fuck. Scheiße. Naja, kann ich irgendwie verstehen. Ja. So, nachdem ich jetzt nach diesem Pre-Intro euch endlich mal wieder introduced habe in meiner Art von EQ, damit ihr jetzt wisst, okay, ich bin nicht bei einem normalen Commentary von Leuten, die ernstere Themen behandeln oder sich Mühe geben, ich bin bei jemandem, der absolut behindert ist und viel Scheiße labert, möchte ich erstmal aufs Gameplay kommen im Hintergrund, denn Leute, also no homo, ne? No homo, hä? Und zwar sieht im Hintergrund auf dem PC das Spiel von der Sniper ein bisschen gebashed, keine Nuklear oder so leider, ich glaube nur eine 25er, 24er Streak oder so, aber ihr müsst euch mal gehen, wie ich die zerstört habe, die Gegner, ja? Tschüss, die wurden von mir so weggeflankt, ne? Tschüss! Das war das zum Hintergrund, Leute, und ihr seht ja schon im Titel, es ist zu Ende, Leute, und ja, verdammt nochmal, es ist vorbei, es ist aus, die Ferien, ja? Ich weiß nicht, wie viele von euch Ferien hatten, bei mir sind sie nämlich jetzt zu Ende. Am Sonntag, ist einfach der letzte Tag. Oh, I'll tell you all about it when I see you. Ich muss echt sagen, Leute, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber mein Schlafrhythmus war so heftig im Arsch die letzten zwei Wochen. Also, nachdem ich so aus Italien kam, ihr wisst ja, ich war in Italien, für die Leute, die es nicht wissen, folgt mir auf Instagram. Kilian, du musst es ein bisschen cooler sagen, damit die das auch machen, weil nur so, das interessiert keinen. Okay, ich versuch's mal. Meinst du irgendwie sowas wie Gewinnspiel auf Instagram? Ja, sowas meine ich, aber du machst kein Instagram-Gewinnspiel. Aber das wissen die doch nicht. Ja, aber wenn sie auf Instagram gehen, wissen die das doch. Ach egal, das merken die schon nicht. Also Leute, auf Instagram folgen, weil da mache ich auch ein richtig heftiges Gewinnspiel, ja? Also, Alter. Man merkt schon, dass es lange her ist, dass ich einen Kommentar gemacht habe und die ganze Scheiße jetzt raus möchte. Aber ich möchte jetzt, dass ihr in den Kommentaren schreibt, was ihr so in der Ferien hattet. Weil bei mir war der Schlafrhythmus richtig heftig, Alter. Ich bin abends um 19 Uhr einfach aufgestanden, weil ich dann morgens um 8 Uhr pennen gegangen bin. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich bin aufgestanden und dachte, das war morgens, aber das war einfach abends, lol. Tschüss. Ja, das ist mal ein ganz normaler Geschnitt. Wie gesagt, mein Schlafrhythmus war richtig heftig. Und ich habe auch ganz, ganz oft gestreamt. Die meisten von euch waren auch dabei. Mega heftig übrigens, wie viele auch dabei sind, wenn ich keine YouTube-Ankündige mache. Freut mich mega. Also nochmal Grüße an raus, die alle auch immer donaten und follow mich supporten, so überall. Echt, ohne Witz, da muss ich echt mal auch alle, die jetzt gerade zugucken, danke, ohne Witz. Ihr glaubt nicht, also man muss sich eigentlich in jedem Video bedanken und das fragt euch bestimmt auch, wenn YouTuber sich bedanken, aber Leute, echt, das ist ein fettes Danke geht raus. Aber jetzt interessiert mich mal, wie euer Schlafrhythmus so war oder war das nur bei mir so in den Ferien, weil ich habe mich richtig hängen lassen die letzten zwei Wochen und ja, übrigens auf Snapchat gibt es ja schon die ganzen Spoiler, habe ich da rausgegangen zu meinem Real-Life-Video. Die meisten haben mir schon so geschickt, dass es das richtig heftig aussieht und so, also es ist auch jetzt zu Ende, fertig, aber ich muss noch viel vorproduzieren, weil ich schaffe das sonst nicht jede Woche da ein Video hochzuladen, aber stay tuned, das wird awesome. Ansonsten hoffe ich trotzdem, dass dieses kurze Kommentar euch gefallen hat und ansonsten schreibt jetzt noch mal in die Kommentare ein paar Fragen zu einem FAQ, weil das nächste Video wird wieder ein Hashtag KKK. Ihr könnt einfach nur behinderte Witze schreiben, fragen. Das ist nur wichtig, dass ihr ein Hashtag KKK macht. Nein, nicht für Kuckuckslane. Die meisten kennen das auch vom Apokalypto-Clan-Channel. Übrigens keine Ahnung, was da los ist. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu behindert. Kilian, das war ziemlich behindert. Okay, ja, haut rein. Peace.